Wir haben offensichtlich zwei Funktionen angegeben. F von x minus x Quadrat plus 5 und g von x ist 4 durch x Quadrat. Und diese beiden Funktionen schließen eine Fläche ein. Überlegen wir erstmal ganz kurz, wie könnten die Funktionen aussehen. Ist nicht wichtig, es zu tun, aber hilfreich. Minus x Quadrat plus 5 ist eine Parabel, die nach unten geöffnet ist und schneidet die y-Achse bei 5. Wenn ich 0 einsetze, habe ich 0 Quadrat ist 0 plus 5 ist 5. Also f wird in etwa so aussehen. G, 4 durch x Quadrat. 4 durch x Quadrat ist so eine Hyperbel, sieht in etwa so aus. Das heißt, 4 durch x Quadrat könnte in etwa so aussehen. Sicher ist, dass beide Funktionen symmetrisch zur y-Achse sind, weil sie ja beide nur gerade Hochzahlen haben. Das heißt, wenn ich auf der rechten Seite eine Fläche habe, habe ich auf der linken Seite genau die gleiche Fläche, spiegelsymmetrisch. Heißt also, ich werde wahrscheinlich 4 Schnittpunkte rauskriegen und die eine Fläche ist gleich der anderen Fläche, wegen Symmetrie. Naja, sowas erwarte ich mal. Jetzt rechne ich mal und schaue mal, ob meine Rechnung sich mit meiner Vermutung deckt. Erstmal brauche ich die Schnittpunkte. Dafür muss ich die Funktionen gleichsetzen. Schnittpunkte. Dafür muss ich eben f von x gleich g von x setzen. Habe also minus x² plus 5 gleich 4 durch x². Wie löse ich eine Bruchgleichung? Nenner sind scheiße, also muss ich als erstes mit dem Nenner multiplizieren. Also mal x². Und kommen damit auf minus x hoch 4 plus 5x² gleich, rechts bleibt nur noch die 4 übrig. Bringen alles auf eine Seite. Ich könnte entweder die 4 nach links bringen oder ich bringe besser alles nach rechts, weil dann wird man x hoch 4 positiv. Nicht super wichtig, aber kann man machen. Und habe damit eine Gleichung vierten Grades. X hoch 4, x Quadrat. Ausklammern kann man nicht, Mitternachtsformel kann man nicht anwenden, Substitution bleibt übrig. Das heißt, wenn ich jetzt sage, x Quadrat nenne ich a, dann habe ich hier noch a Quadrat minus 5a plus 4 gleich 0. Habe eine schöne quadratische Gleichung. Die kann ich mittels PQ-Formel oder ABC-Formel lösen. Mache ich jetzt hier nicht, weil sonst geht es ewig. Also, Sie stellen sich auf jeden Fall vor, Sie würden jetzt die PQ-Formel anwenden oder die ABC-Formel. Und würden folgendes Ergebnis erhalten. Einerseits a1 gleich 4, andererseits a2 gleich 1. Was mache ich mit diesen a's? Ich brauche die Resubstitution. Das heißt, ich überlege mir a war eigentlich x². Das heißt, hier steht, statt a gleich 4 steht x² gleich 4. Und da drüben steht, statt a gleich 1 steht x² gleich 1. Wie komme ich auf x? Ich muss die Wurzel ziehen. Wurzel aus 4 gibt 2, um es genau zu nehmen, plus oder minus 2. Das heißt, ich habe einmal die Lösungen plus oder minus 2. Und wenn ich hier die Wurzel ziehe, habe ich plus oder minus 1. Damit habe ich 4 Schnittpunkte. Das deckt sich schon mal mit meiner Vermutung, die ich hier hatte. Das heißt, ich habe einmal einen Schnittpunkt bei minus 2, einen bei minus 1, einen Schnittpunkt bei 1 und einen Schnittpunkt bei 2. Was ich jetzt also mache, ich berechne einfach, einfachheitshalber nur eine Fläche, nämlich zwischen f und g im Intervall von 1 bis 2, weil die andere Fläche muss ja genauso groß sein. Die Nebenrechnung machen wir mal weg und ich notiere mir nur kurz die Schnittpunkte. Ich habe als Schnittpunkt rausgekriegt plus oder minus 1, ach warte mal, ordentlich aufschreiben, ist gleich plus oder minus 1. Und x3 in der 4 ist plus oder minus 2. So.
jetzt Fläche bestimmen. Also, meine Fläche ist das Integral. Nehmen wir mal an, ich betrachte die rechte Fläche von 1 bis 2, obere Funktion minus untere. Die obere Funktion, wenn ich diese Fläche betrachte, stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Mitte, in der Fläche drin. Wenn Sie hochgucken, dann sehen Sie die schwarze Funktion f von x. Das heißt, oben steht f von x. Und wenn Sie in der Fläche stehen und runter gucken, dann sehen Sie die blaue Funktion. Und das ist die Funktion g von x. Das heißt, unten steht mein g von x. Jetzt halten Sie sich aber vor Augen, ich berechne hier nur eine Fläche. Das heißt, entweder schreibe ich hin zweimal Integral, dann habe ich beide. Oder ich könnte es zum Beispiel so lösen, dass ich sage, ich berechne a1, nur eine Fläche. Also, wie geht es weiter? Ich schreibe erstmal die Funktionen auf. F von x ist minus x² plus 5. G von x ist 4 durch x². Wie löse ich so ein Integral? Erstmal muss ich es umschreiben, denn Brüche kann ich nicht ableiten. Also schreiben wir das um. Integral von 1 bis 2 minus x² plus 5 minus 4. Statt 4 durch x hoch 2 schreibe ich 4 mal x hoch minus 2. Jetzt können wir integrieren. Minus x² integriert aus x hoch 2 wird x hoch 3 und vorne steht 1 durch neue Hochzahl, also ein Drittel. Minus bleibt bestehen. 5 kriegt einfach ein x hinten dran. X hoch minus 2 wird aus x hoch minus 2, ich zähle ja 1 dazu, also ich erhöhe um 1, minus 2 plus 1 sind minus 1. Die minus 4 bleibt stehen und ich teile noch durch neue Hochzahl, also durch die minus 1. Grenzen sind unverändert von 1 bis 2. Jetzt schreiben wir wieder um. Minus ein Drittel x lasse ich stehen, da mache ich nichts. 5x bleibt 5x. Hier vereinfachen wir. Zum einen minus 4 durch minus 1 gibt plus 4. Und das x hoch minus 1, so wie ich hier das x² hochgebracht habe zu x hoch minus 2, bringe ich es jetzt mit wegen dem Minus wieder runter. Das heißt, das x hoch minus 1 wandert runter zu x hoch plus 1. X hoch 1 ist x. Und oben bleibt eben die plus 4 stehen. Schön. Jetzt habe ich die Stammfunktion auch vereinfacht. Jetzt kann ich die Grenzen einsetzen. Zuerst setzt man obere Grenze ein, dann setze ich untere Grenze ein. Also setzen wir obere Grenze ein. Minus 1 Drittel mal 2 hoch 3 plus 5 mal 2 plus 4 durch 2 minus 1 eingesetzt. Minus 1 Drittel mal 1 hoch 3 plus 5 mal 1 plus 4 durch 1 gibt. 1 Drittel mal 8 sind 8 Drittel mit Minus vorne dran. 5 mal 2 sind 10. Ach, schreiben wir es mit Zwischenschritt. Plus 10 plus 2 minus. Die Klammer löse ich auf, die hintere. Und ändere alle Vorzeichen wegen Minus vor der Klammer. 1 hoch 3 gibt 1, mal ein Drittel gibt ein Drittel. Vorzeichentechnisch Minus, Minus sind Plus. 5 mal 1 sind 5, mit dem Minus sind es Minus 5. Und 4 durch 1 sind 4, mit dem Minus vorne dran sind es Minus 4. Naja, jetzt sollte ich das Ganze irgendwie verrechnen. Wenn Sie einen Taschenrechner haben, verwenden möchten, tippen Sie das Ganze einfach durch. Ohne Taschenrechner ist geschickt. Wenn ich zuerst die Brüche mit den Brüchen verrechne, ich sage also minus 8 Drittel plus 1 Drittel sind minus 7 Drittel und dann verrechne ich ganze Zahlen. 10 plus 2 sind 12, minus 5 sind 7, minus 4 sind 3, also plus 3.
Und jetzt stelle ich mir die 3 als 9 Drittel vor. Ich brauche einen Hauptnenner. Das heißt, erstmal denke ich mir aus der 3 3 Eintel und das erweitere ich dann mit 3. Aus 3 Eintel wird 9 Drittel. Habe also hier stehen minus 7 Drittel plus 9 Drittel sind 2 Drittel. Und damit weiß ich, eine Fläche hier hat einen Inhalt von 2 Drittel. Und deswegen weiß ich natürlich, dass meine Gesamtfläche einfach das Doppelte ist. 2 mal 2 Drittel sind 4 Drittel. Damit habe ich die Gesamtfläche und bin fertig.